Dann würde ich jetzt, weil wir auch schon weiter fortgeschritten sind, zum nächsten Vortrag weiterleiten wollen. Und zwar, wir kommen jetzt sozusagen von der Sichtweise aus der Praxis zur Forschung, wobei für mich war das jetzt schon so dazwischen irgendwo. Hier gibt es auch bei Structure starken Forschungshintergrund. Also von daher begeben wir uns aber jetzt noch weiter in Richtung Forschung. Und da haben wir eben heute den Simon Bechert bei uns. Simon Bechert ist Bauingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tragkonstruktion und konstruktives Entwerfen, kurz ITKE, an der Universität Stuttgart. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Entwicklung von Bausystemen, Verbindungskonzepten und integrativen Verfahren für die Tragwerksplanung von segmentierten Schalenstrukturen aus Holz. Simon ist für die Integration und Innovationen von Leichtbausystemen bei Ausführungsprojekten verantwortlich, die integrative, interdisziplinäre und computerbasierte Entwurfsstrategien für ressourceneffiziente und robotergestützte Baukonstruktionen erproben. Also, ist jetzt auch für mich schon langsam schwierig hier. Das Zur ist ein Anwendung dieser Indiz. Forschung leitet er die Tragwerksplanung innovativer Leichtbaukonstruktionen wie den Holzbaupavillon, um den es jetzt, glaube ich, im nächsten Vortrag hauptsächlich gehen wird. Für die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn und den Obachturm für den Remsgartenschau 1920 in Obach. Und da wir jetzt auch zu Englisch übergehen wollen, damit das Ganze sozusagen auch den internationalen Anstrich bekommen kann, würde ich jetzt sagen, in short, in my words, I would say, Simon is a great engineer. Or a researcher in the field of civil and structural engineering. And I'm happy to have him here. And yeah, Simon, the virtual stage is yours now. Thank you. Hi everyone, my name is Simon. I mean, as Moritz already said, I'm structural engineer and research associate at the Institute of Building Structures and Structural Design. To kind of set the frame for my talk, I would try to give you a general insight of the work at our institute, how we approach the design and construction of lightweight timber structures, and why we think our work could somehow be relevant for future constructions. So to give a bit of a background. As we all know, there has been a drastic increase of population since the 1960s, from 3 billion to more than 7.5 billion people. And what looks like a linear increase here is in population is actually a very exponential one when you go further back in time. This means that over the last 57 years, the global population has grown by 4.5 billion people. And if you put this into perspective, this means an increase of population growth of approximately 86 million people per year. So in other words, approximately one time the population of Germany per year is added to our world population. And another particular development is the urbanization of the world. So while in the early 2000s, the number of urban population was still larger than rural population, in 2007, the urban population surpassed the rural population. So this means in developed countries, 90% of the population lives in cities. So how does this affect cities? On the one hand, they grow in area, which can, for instance, be seen here in the urban sprawl of Phoenix, Arizona. But also on the other hand, urban areas are becoming much denser. However, this development is also quite apparent in other parts of the world, which leads to the emergence of megacities, for instance, Tokyo with almost 10 million inhabitants, or Mumbai with more than 15 million inhabitants. So in such dense cities, a clash of different social classes with different housing standards in addition occurs. So according to the United Nations Global Status Report, providing building floor areas will be a major challenge in the construction industry. On the left, in yellow, you can see the existing building floor area, which adds up to around 230 billion square meters. And this existing building floor area needs almost to be doubled within the next 30 years, which is highlighted in blue on the right. So this basically means that the entire built world that exists now will need to be built again.
In other words, this means that it requires 65,000 square meters of building floor areas per hour for the next 3 decades. Or in other words, 9 soccer fields of habitable building floor area per hour for the next 3 decades. So the current challenge is actually to build for more. However, building for more leads to certain consequences. So we as the building industry consume a fair share of the global energy. The building and construction sector consume more than 35% of global final energy. So from an ecological perspective, this energy consumption means also further CO2 emission. So there has been a drastic or a constant increase of CO2 emission since industrialization. And within the last 50 years, CO2 emissions have increased by almost a factor of 4. So it becomes quite obvious that there's a clear correlation between the world population growth and the CO2 content in our atmosphere. Buildings and construction use nearly 40% of energy-related CO2 emission. So how does this look in reality? It results in climate warming and air pollution, as you can see for the city of Peking, which is not only true for Peking, but also similar situations occur in other parts of the world. So how can we tackle these challenges? So one possible solution would be that we need to build for more with less. So at the ITKE and also at other institutes at different universities in Germany, one approach is to look into nature and learn from it. And I'm quite aware that Julian knows a lot about it because he's been researching. I conducted a lot of research in that field. As nature is not wasteful and has developed far more experience over thousands of years in evolving and constructing than humans. And the phrase of Julian Vincent is here quite fitting, which says, in biology, material is expensive and form is cheap. Until today, the opposite has been the case in technology. So nature designs in a simple and efficient way, that each component is multifunctional, that it's made from limited amount of materials, that its properties are locally adapted and highly differentiated, and that that the function defines the form. Here timber comes into play as a natural building material, which provides excellent qualities to achieve very lightweight, material efficient, and at the same time, long span structures. So basic structural principles show that surface active structures provide high structural performance with an effective use of material, where there's a strong interrelation between form and force. In architecture, double curved shells have been a powerful way to bridge wide spans. However, these traditional reinforced concrete shells have become increasingly expensive to realize. So therefore, a variety of alternative strategies have been developed to approximate these double curved structures by discretizing them, using either linear elements, which you can see on the left in the steel grid shells, or by using planar elements to form shell structures or wall structures, which you can see in the middle and on the right. So there are also other approaches, of course, using discretization methods with bent or deformed elements, or technical solution to reduce extensive formwork to make double curved shells become more economical again. So in addition to this approach that we need to build for more with less, kind of building lightweight, another solution could be to build for more with more timber. As you are all pretty aware, I'm sure, is that timber is one of the few building materials that has the ability of storing CO2. So 1 cubic meter of wood stores 1 ton of CO2, which means if you compare two houses having the same level of energy efficiency, a wooden alternative causes approximately 40% less CO2 emissions. And this is also one good reason why we can see more and more multi-story timber building emerging over the last few years. I mean, in parallel to all the other facts that stand for timber construction, of course. But this could also only be the beginning, as further studies on multi-story timber construction aim for up to 85 story
stories reaching heights of over 300 meters. So there's a clear trend in timber construction to build higher, demonstrating how we have overcome many challenges and also many limitations facing timber architecture, and also further tackling the challenges that I mentioned before of re the required building floor area over the next decades. And why am I telling this? So this is where where our new cluster of excellence comes into play, where we research these two fields, which are multi-story building systems and long-span timber structures, which will also be incorporated in the currently planned large-scale construction robotics lab, the LCRL, that you can see, or like, yeah, can see here, which is a very broad rendering, to be honest. So today I will only talk about long-span structures, like about one part of these two research fields, and in particular segmented timber shells, as Moritz kindly asked me to present Buga. So what are segmented timber shells? Segmented timber shells can be classified within the family of surface structures, in particular within the family of shell structures. And shell structures can be further distinguished into surface shells and grid shells, where segmented shells are situated in the family of surface shells using only planar plate components. So at the University of Stuttgart, several segmented shell structures have been developed and also built over the last decade. Starting from the ICD-ITE Research Pavilion in 2011 to the Landesgartenschau Exhibition Hall in 2014. And today I will talk about the latest and also largest of these shells, the Buga Wood Pavilion, which was built in 2019. So the Buga Wood Pavilion is a biomimetic pavilion realized for the Federal Gardening Exhibition or the Bundesgartenschau in 2019 in Heilbronn, Germany. The Buga, so the Bundesgartenschau, was located in the city of Heilbronn and was open for public for 6 months, closing at the end of October 2019. The ITKE and the ICD of the University of Stuttgart were given the opportunity to realize two biomimetic pavilions on the Buga campus. A fiber pavilion, which can be seen on the right, and a wood pavilion, which you see on the left. The Buga Wood Pavilion served as one of the main event and concert venues at the Bundesgartenschau in 2019. It is a collaborative team effort of the two institutes, along with various industry partners. Also, some of them are here, for instance, Müller-Blaustein, and also sponsors, of course. Structure is a segmented timber shell made from 376 wooden cassette elements and reaches a span of over 30 meters. The tripod shell consists of an ellipsoidal global geometry with a rise of 7.2 meters and three arch-like openings with raised edges along these arches. So if we go back in the timeline a little bit, the first major segmented timber shell realized here at the institutes was the Landesgartenschau Exhibition Hall in Schwäbisch Gmünd in 2014. The Landesgartenschau or LAGA is a single-layer segmented timber shell made from 243 beech plywood plates, which are connected by finger joints and cross-threaded screws. This plate shell is based on biological principles found in the plate skeletons of sea urchins, which have been studied by our institutes for almost a decade now. So in the course of our research, we ask ourselves, how can we increase the structural performance of this system, and what spans could potentially be achieved? And also, how could we increase structural performance without using significantly more material? The solution was to transition from a single-layer system to a double-layer hollow cassette building system, which you can see here on the right schematically, which allows to triple the span of the Landesgartenschau Exhibition Hall while using the same amount of wood material per square meter shell area. So the Buga Wood Pavilion builds on the biomimetic principle of using less material by having more form, both on the global shell level and also on the local on level of its individual components. So the developed building system is a hollow cassette, which you can see here,
which enables us to build with minimal material consumption and weight while maintaining structural stiffness at the component's border. The planar cassettes have a structural depth of 16 centimeters and are built from two thin plates that plank a ring of edge beams on top and bottom, forming a large-scale hollow wooden cassette of polygonal form. Both plates and beams are made from laminated veneer lumber, in particular Kerto-Koo. So there are four different cassette types and two different connection types joining these cassettes, which are highlighted on the right. All in all, the majority of seams are joined using a bolted connection, mainly in the convex areas of the shell, which allow for an easy and robust assembly and disassembly, which you can see here on the left. So a bolted finger joint connection. And on the kings, along the three arches, a screw connection was used. This is due to the fact that the bolted connection was hardly applicable due to the steep angle between the adjacent segments. So all cassette elements are additionally connected by finger joints, which allows for the transfer of in-plane shear forces. And the bottom plate includes a large opening, which constitutes as a distinctive architectural feature on the one hand, and also provides access to the hidden connections during assembly. The Bugha wood pavilion was conceived under the paradigm of co-design, but as the shell is quite complex, the geometry and the associated fabrication process impose all sorts of constraints which permanently need to be checked during all design phases. So, for instance, the planarity of segments, the edge length, the angles between segments, the admissible bolt spacing, all that needs to be checked, and therefore the entire design needs to be quite integrated. Which led to a global building information model, which incorporates all this information and also allows a direct translation for robotic fabrication. So we didn't need any sort of plans. Everything was designed and fabricated digitally. And this means in particular that this parametric geometry model contains all the geometry, including the finger joints, bolt holes, screw vector, etc. And in addition, this parametric model also directly informs the structural analysis model and also vice versa, using a systematic logic in which components are unambiguously identified and physical information is assigned to adjacent edge beams of two neighboring segments. So within the structural design process, the parametric model is used to undergo a shape analysis of the shell, which you can see in the middle of this diagram. And subsequently, a segmentation is generated and a design freeze is imposed. And then further in a second structural investigation is conducted, a so-called size quantity optimization, which then finalizes the fabrication model. So for the shape analysis, different parameters are investigated until the best possible compromise between architectural design intent and structural performance is found. And for the second structural investigation or optimization process, which is the size quantity optimization, the minimum edge beam width are found and the minimum number of connectors, so either bolts or screw connections are found within this optimization process. And this happens all after the design freeze, once the segmentation is kind of set and frozen. So the parametric model and the structural workflow is based in Rhino, was based in Rhino and Grasshopper. I'm using Sophistic as a numerical solver. For this, we developed our own plugin for Grasshopper, which works for ANSYS and Sophistic, but for Bugha Shell, we use Sophistic. And this plugin enables the visualization of all pre- and post-processing steps within Rhino. So the conducted investigations and optimization processes resulted in one final shell geometry, which only deforms by 13 millimeter under the given load.
And in addition, the fabrication model generated from this structure model, or that working together with the structure model, also directly translates its geometric parameters into robot instructions. So for this hollow shell component, the number of building parts increased eightfold and led to a more complex fabrication process, which is why the components are assembled in an automated robotic fabrication process. This entails the placement of pre-formatted timber plates and beams, their temporary fixation with beach nails, and the controlled application for the structural glue joint between plate and beam, which you can see in the video here. So maybe I'll explain it along with the video. So the first plate is being placed, then the glue is applied, then the beams are temporarily fixed by beach nails, which are cut off afterwards, just to hold them in place. Then again, glue is applied. The second plate is placed, and then the component goes into the press. So, but as you can see here, this is not the final component. So in the second step, the finger joint are machined into the segments with sub-millimeter accuracy. So on average, the assembly time per segment was around 8 minutes, while the high precision milling took another 20 to 40 minutes, depending on the size and of the component, of course. So all 376 shell components were prefabricated in factory. The three large arches of the shell were pre-assembled in factory and brought on site in 6 pieces. These three arches were supported on the foundation and also on temporary shoring, which you can see here on the left. And subsequently, the assembly process proceeded from all three sides of the shell. The shell took, I think, only 10 working days by a team of 2 to 3 craftsmen from Müller Blaustein, and using only 15 struts, I think, and 3 shorings to finalize the assembly. So each construction stage was structurally checked to ensure that nothing goes wrong or the shell doesn't collapse, of course. And the shell cassettes were installed from the top in a predefined assembly sequence and predefined assembly direction with 0 nominal tolerance. So after placing the components, the bolt were fastened. This was quite a labor intensive process, I have to say. I mean, the people from Müller Blaustein probably would agree. This still needs some optimization for future projects, I have to say. But this is how it was done for Buga. And after completing the shell, a layer of EBDM foil was applied to provide waterproofing. And on the very outside, an untreated large facade provided external cladding of the pavilion. So here are some, I mean, I guess most of you have seen it already. I mean, this is quite an old project. It's been 2 years, but just some more photos of it. And to round up, maybe this nice photo. This is my colleague and me standing in the shell, so it was able to take our life loads supported. This is Daniel Sontag. He was also involved in the whole process. So kind of to conclude my talk, what did we learn, or what did I want to convey to you, is that we have to build for more with less. But we also need to rethink construction in a different way. Also timber construction, kind of find solutions that are more reusable, maybe for the future, maybe more reconfigurable. And also, like, from picking up the talk before, like, maybe using more integrated or integrative joining techniques that could be, that are far better to recycle than, of course, any steel joints.
Then we have to, of course, work on the integrative design and fabrication. I mean, this also kind of picks up the first talk, definitely. Maybe here for a different, little different project, but still. And yeah, of course, we have to build with more timber, as we are digitized wood. So this was it. I hope you enjoyed it. And yeah, I'm switching back to German now, I think. Oh, and I can show the video, of course. Just give me a second. Ja, also ich meine, was hier passiert ist, dass der eine Roboter, das ist gerade das, die erste Platte, also die untere Platte setzt, dann wird der rechte Roboter, der, wenn es jetzt nochmal durchläuft, also sieht man es noch? Ja, gell? Also die Platte wird gesetzt, dann trägt der andere Roboter den Klebstoff auf, dann werden die Balken gesetzt und mit temporären Buchennägeln, oder mit Buchennägeln temporär fixiert. Dann trägt man eine zweite Lage Klebstoff auf, dann wird die obere Deckplatte gesetzt und auch mit Buchennägeln fixiert. Und dann kam das Ganze in eigentlich so eine ja, mechanische Presse, also so eine selbst, also Bleibmüller-Blaustein selbst eine Presse gebaut, wo, glaube ich, bis zu 4 oder 5 Komponenten Platz drin fanden. Und genau, dann wurden die Bauteile erstmal gepresst und dann, wie gesagt, im nächsten Schritt dann gefräst. Kurze Anmerkung. Also ich habe das Projekt schon im Detail vom Herrn Wagner irgendwie vorgestellt bekommen vor einiger Zeit. Daher keine Frage, aber so genau mit dem Ansatz des eben des computergesteuerten Designens eigentlich finde ich es auch ein absolutes Leuchtturmprojekt. Das mag jetzt in der Runde banal klingen, aber wenn man sozusagen so die BIM-Welt erlebt und dann, wenn man hier so reinguckt, dann sieht man eben, wo auch die Chancen für die Zukunft liegen. Also insofern sehr spannend. Für mich wäre aber die Frage, was wäre so der Hauptknackpunkt? Ich meine, wir haben ja gesehen, das ist ja eine Plattform, die auch bei Müller-Blaustein, bei einer Firma, also bei einer realen Umgebung im Einsatz ist. Der Hauptknackpunkt ist wahrscheinlich schon der Teil davor, also die Planung, die integrierte Planung. Aber da würde mich jetzt vielleicht nochmal interessieren, ist das eher, wenn man diesen ganzen Prozess sozusagen jetzt in einer realen Umgebung umsetzen wollen würde, zum heutigen Zeitpunkt. Wäre so die größte Herausforderung eher das Technische, also dass die Tools sozusagen richtig verknüpft sind? Ist es eher der Prozess als Ganzes oder eher so ja, das Sozial, also die Multi oder die Interdisziplinarität, also dass praktisch verschiedene Leute einfach nicht in diesen Planungsphasen so nacheinander ihr Projekt arbeiten? Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, weil wir sind nun mal, haben es eben die Planung hier jetzt am Cluster gesehen. Aber vielleicht deine Einschätzung dazu, was wäre so der Ja. Hauptpunkt an der Stelle? Ja, also ich meine, das ist natürlich schon auch so ein bisschen so ein Exot, dieses Projekt. Ne? Also ich meine, einmal ist es ein Schalentragwerk, was geometrisch schon ein bisschen komplexer ist, dann ist es also ja geometrisch schon schwer lösbar. Dann auch die statische Analyse hat uns natürlich am Anfang auch vor viele Herausforderungen gestellt. Also so, weil man jetzt vielleicht nicht mit jeder Software das ganz leicht dann auch simulieren kann, vor allem auch nicht, wenn man zig Iterationen durchrechnen möchte. Da haben wir am Anfang, also das ganze Team auf jeden Fall, also vom IntegraE vorging jetzt, also für die statische Analyse haben wir da halt erstmal Skripte geschrieben im C-Sharp. Dann hat es sich, oder es hat sich vorher, eigentlich gab es dieses, also dieses Plugin, das hat sich vorher schon so ein bisschen also entwickelt, wurde dann für die Buga noch mehr angepasst. Also es funktioniert jetzt natürlich für so Segmentschalen sehr gut, aber man kann damit auch, ist eigentlich so freigeschrieben, dass man auch vieles andere damit machen kann. Also man könnte jetzt auch, wie bei meinem ersten Vortrag, auch ein Einfamilienhaus sicher damit rechnen, also oder auch eingeben und ja auch rechnen lassen in Sophistic, dann auch das Postprocessing sich, also auch ja auslesen. Aber natürlich haben wir da auch viele so, ja, maßgeschneiderte Lösungen finden müssen, die jetzt vielleicht nicht eins zu eins übertragbar sind, in die, ja, in die normale Bauwelt. Aber da haben wir natürlich eng mit, zum einen mit dem ICD zusammengearbeitet, sodass halt Fabrikationsmodell, also Geometriemodell, Fabrikationsmodell mit dem statischen Modell, also da gab es halt eine Art, eine Nomenklatur,
Nomenklatur, die dann klar festgelegt hat, oder dass jedes Bauteil halt eine eigene ID hat, jeder Randbalken, also so ein Bauteil ist ja normalerweise ein Hexagon, jeder Randbalken hat eine eigene ID, und dass man halt ganz klar festlegen konnte, wie viele Fingerzinken hat dieser Randbalken, wie viele Verbindungsmittel. Auch, also das statische Feedback war dann, was wird gebraucht und was kann man überhaupt einbauen. Das kann halt dann dazu führen, dass vielleicht eine Verbindungskante erstmal zu kurz ist, um die Menge an Verbindungsmittel einzubauen, weil die Randabstände dann nicht gegeben werden. Also diese Komplexität, die musste man halt also schon integrativ lösen. Ich glaube, sonst wäre der Prozess, der Planungsprozess echt sehr, sehr schwierig geworden. Und für die Fabrikation wurde halt dann aus diesem Fabrikationsmodell eigentlich der Robotercode, ich glaube, recht direkt, also das habe ich nicht selbst gemacht, deswegen kann ich es nicht 100% sagen, aber recht direkt ausgelesen. Und die Stadt, genau diese Plattform, die wurde bei Müller-Blaustein integriert. Und die Codes wurden eigentlich, also soweit ich das weiß, von uns oder vom ICD geliefert. Aber die Maschine natürlich auch noch, ganze Abbund, der Vorabbund wurde also in Zusammenarbeit mit Müller-Blaustein dann durchgeführt. Und ja, ich denke, also da hat man schon so ein paar Ansätze entwickelt, die natürlich auch vielleicht für andere Projekte gut umsetzbar oder gut nutzbar wären. Aber es gab auch viele maßgeschneiderte Lösungen, die vielleicht jetzt gerade für dieses Projekt dann noch funktionieren. Also man musste immer noch ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen speziell coden, dann, um dann vielleicht irgendwie. Also ich arbeite gerade an einem anderen Projekt, auch eine Segmentschale, was eigentlich sehr ähnlich ist, aber doch wieder ein bisschen anders. Und da merkt man, dass nicht alles dann wieder hundertprozentig funktioniert. Ne? Also man muss man vielleicht auch mal ein bisschen Code umschreiben oder ja, ein bisschen anders rangehen. So. Aber prinzipiell ist das ganz gut. Vielleicht eine Ergänzung noch von meiner Seite, was ich ganz interessant fand. Wir hatten ja auch, ja, Stefan Kudermann hatte ja vorhin auch was bisschen von der praktischen Seite erzählt. Ich habe mit Julia kürzlich den Boogie 52 in Freiburg angeschaut. Das ist jetzt ein ganz klassisch regulärer Bau, aber der hat zum Beispiel jetzt auch diese Fingerzinken-Verbindung. Ne? Also das heißt, vielleicht ist das ja auch ein Satz zu sagen, okay, an der Forschung oder in der Forschung wird erstmal wirklich sozusagen bis zum letzten Ende versucht, das sozusagen die Prototypen zu machen. Und in der Praxis kann man sich dann sozusagen einzelne Scheiben davon abschneiden. Ne? Also Hier ist es so, dass es so ein bisschen aus der Biomimetik auch kommt. Also nicht nur natürlich sind Fingerzinken jetzt, also ja. eigentlich auch vorwiegend aus dem Holzbau, ne? Aber weil die Seeigel auch eine fingerzinkenartige Verbindung also zwischen ihren Platten haben. Da kam das ursprünglich aber schon vor 10 Jahren eigentlich so her, dass man das halt also jetzt für Segmentschalen übertragen hat. Natürlich sind die Verbindungen gibt es seit jeher, aber das kam da ein bisschen her. Aber Beispiel in dem Projekt, das ich gerade genannt hatte, da wollen wir jetzt eigentlich eine Segmentschale bauen, die keine Fingerzinken hat. Aus dem Grund, weil natürlich die Fräsarbeit von so Fingerzinken schon sehr aufwendig ist. Also also ich habe es ja auch genannt, also die Assemblierung von den Bauteilen selbst hat 8 Minuten gedauert, also der Zusammenbau. Aber die Fräsarbeiten haben halt 20 bis 40 Minuten gedauert. Und da wollen wir jetzt halt versuchen, nochmal die Komplexität jetzt auf dem Level oder nochmal ein bisschen zu reduzieren und dann also eigentlich mit klaren Kanten zu arbeiten. Was dann aber natürlich wieder im Mehr Umkehrschluss Stahl. heißt, dass man halt, ja, mehr Stahl weiß ich nicht, vielleicht, aber es wird dann, aber natürlich, ja, Stahlverbinder braucht, um das Ganze zu verbinden. Also, das ist so ein schwieriges Thema, finde ich so. Also, was ist wirklich nachhaltiger, was ist auch irgendwie ökonomischer? Das hängt halt, da gibt es auch, glaube ich, im Cluster Untersuchungen dazu. Weil natürlich die Fräsarbeit auch sehr energieintensiv ist. Und ob das dann wieder, also dieser Mehraufwand, dann die mehr Stahl, also den mehr Verwendung von Stahl dann rechtfertigt, ist halt abzuwägen. Wir sehen das eher natürlich von der Tragfähigkeit. Wir versuchen natürlich alles irgendwie über die Kontakte erstmal zu übertragen. Wenn wir sehen, dass wir da nicht weiterkommen, dann muss man natürlich irgendwie auch noch Stahlteile reinkriegen. Aber ich glaube, da würde sich bestimmt auch im nächsten Pavillon nochmal anbieten bei euch, dann diese Verbindung nochmal zu überdenken. Also ich habe das auch gemerkt in der Forschung, dass manchmal eben schon bei diesen Schubverbindern, dass das schon auch natürlich viel Material abnimmt, also abgenommen werden muss durch die Fräsarbeiten. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, was bringt man da rein. Vielleicht auch irgendwelche
Holz, also additive Holzverbinder. Es gibt ja diese Schwalbenschwänze, die man dann einbringen kann, die formschlüssig Zug und Schub übertragen können. Das sind ja auch eigentlich standardisierte Verbinder. Mit sowas kann man ja auch dann arbeiten. Ja, das war bei uns auch mal so ein Thema. Also sowas wie X-Fig manche auch Genau, wahrscheinlich. Ja, X-Fix. genau, Das, ja. genau. Sowas in der Art habe ich ja dann auch in die Schwellen gebaut. Genau, aber ich find deine Überlegung zu dem Punkt, wo gucke ich, in welchem Modell schaue ich, um geometrisch zum Beispiel auch genug Platz für meine Verbindung, also dass ich genug Platz in meine Verbindung habe. Das wollte ich dich jetzt nochmal fragen, weil das ist gerade so ein bisschen ausgeführt. In welchem Modell würdest du das jetzt in deinem Schritt, also in deinem planerischen Schritten angucken? Also ist das dann das Stabwerksmodell oder ist es das FI-Modell, das es ausgibt, oder hast du da dann nochmal andere Modelle, um nur zum Beispiel jetzt die geometrischen Parameter zu berücksichtigen? Ja, genau, das war bei uns eigentlich immer so ein Austausch zwischen Geometriemodell und FE-Modell. Also es war so, dass wir haben ja statisch überprüft, wie viele Verbindungsmittel brauchen wir, also ob es Fingerzinken sind oder Bolzen. Dann haben wir im gleichen Zuge auch überprüft, wie viele Bolzen jetzt vorwiegend kann man überhaupt auf diese Kante dann, also in diese Kante einbringen, allein von den Randabständen oder den Bolzenabständen untereinander. Und diese Informationen gingen dann eigentlich, also über diese Art Nomenklatur, die wir dann jetzt für die Buga entwickelt hatten. Also das, bei den Segmentschaden ist natürlich immer das Problem, dass man so viele Kanten hat. Man muss ja natürlich ganz genau sein, dass man nicht irgendwie eine Kante verwechselt. Und die Informationen, die gingen dann wieder ans ICD. Und die haben das dann in ihrem Fabrikationsmodell also integriert. Das ging dann eigentlich nur über das Einlesen von der Liste, also oder von der Tree Structure in Grasshopper, die dann halt, und der Listeintrag war dann, ja, sorry, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, der Listeintrag war dann halt die Anzahl zum Beispiel an Bolzen. Und die haben dann wiederum überprüft, kann man das so fertigen? Also kann man, wir hatten immer einen gewissen Randabstand zu den Ecken und passen dann so viele Fingerzinken überhaupt in diese Kante. Also das war so ein bisschen, also natürlich immer ein Hin und Her, oder ein Austausch, würde ich sagen. Es war jetzt nicht irgendwie in einem Modell, sondern ja, eigentlich in zwei. Und dazwischen muss halt irgendwie ein sehr effizienter Austausch stattfinden, dass das dann auch planerisch gut machbar ist. Ja. Also ich glaube, die Verbindungen sind immer noch das größte Thema im Holzbau. Das ist es. Ja, und gerade bei Segmentschneiden hat man halt viele Verbindungen leider, aufgrund dieser Segmentierung. Deswegen. Ja, wir hatten aber auch mal überlegt, solche, wie nennt man die, also diese Schwalbenschwanzdübel oder so zu verwenden, Ich die. habe es gerade in den Chat gestellt, irgendwie, also so geschossene Holzdübel oder so könnte ja perspektivisch vielleicht auch was sein, und es wäre additiv und ohne Fräsen, und also ich kann jetzt statisch nicht beurteilen, wie realistisch das dann ist, aber ich finde das Verfahren grundsätzlich gut. Ja, genau, die haben wir eigentlich für diese temporäre Fixierung also innerhalb eines Segments von der Deckplatte, von den beiden Deckplatten und den Randbalken verwendet. Ah, Da bin okay. ich, ja, ich meine, sowas könnte man sicher vielleicht auch sich überlegen, anstatt vielleicht mit dem Schrauben, also Schrauben oder Bolzen dann halt auf der Baustelle einzuschießen. Ich weiß, also es ist wahrscheinlich auch nicht zugelassen, oder ich weiß nicht, vielleicht nicht für Tragende. Ich weiß es gar nicht, vielleicht weiß das jemand in der Runde. Aber ja, das wäre natürlich so eine, in der Hinsicht eine. Auch eine vorstellbare Lösung. Für die Buga, da muss ich vielleicht auch noch erwähnen, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, da war es auch, diese Bolzenverbindung wurde deshalb gewählt, weil die Buga jetzt aktuell wieder zurückgebaut wird und in Mannheim auf der nächsten Bundesgartenschau wieder aufgebaut wird. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und das war auch schon vorher so gebucht, also sollte auch, es war vorher so geplant, dass das so stattfindet. Ja. Und deswegen diese Bolzenverbindung. Okay, dann gibt es weitere Fragen zum Vortrag. Wir sind da jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten. Also danke Simon nochmal für Gerne, den gerne. tollen Vortrag. Und dann würde ich jetzt ja in die letzte Runde überleiten wollen.
Und dann, Julian, darf ich dir das Mikro überreichen? Bitte sehr.